Pumpinglemmer. So, wie wende ich das Ding an? Genauso wie bei dem Pumpinglemmer für L3. Es wird immer als Widerspruchsbeweis angewendet. Das heißt, wir nehmen an, die Sprache A hoch I, B hoch I, C hoch I ist kontextfrei. So, läuft eigentlich immer nach dem gleichen Schema ab. Dann existiert mit den Eigenschaften aus dem Pumpinglemma, und zwar Pumpinglemma für L2. So, es sei wie folgt: M sei jetzt größer als N Drittel und Z sei das Wort A hoch M, B hoch M, C hoch M. So, dann können wir das Ding jetzt zerlegen. Also das Wort ist auf jeden Fall, ne, wenn M größer als N Drittel ist, ist das Wort auf jeden Fall größer als N. Ja, das ist ja gefordert. So, dann gibt es eine Zerlegung. Z ist gleich U, V, W, X, Y. Mit den Eigenschaften. So, jetzt müssen wir uns wieder die möglichen Fälle angucken. Von V und X gibt es die folgenden Fälle. Fall 1, V und X. Dass V und X nur aus jeweils einer Art von Buchstaben bestehen. Und zwar interessieren uns hier A, B und C. Also wenn beispielsweise V und X jeweils nur aus den A's bestehen, ja, was passiert dann? Dann hat das Wort U, V Quadrat, W, X Quadrat, Y ungleich viele A, B, C. So, und das steht im Widerspruch dazu, dass das Wort gemäß dem Pumpinglemma in der Sprache enthalten sein sollte. Na, egal welches jetzt, wenn es nur aus A besteht, gilt das. Wenn V und X sozusagen komplett in den Bs drin liegen, gilt das. Und wenn die in den Cs drin liegen, gilt das auch. So, und wenn der Fall 2, wenn V und X mindestens zwei verschiedene Buchstaben haben, ja, dann wird die Form kaputt gemacht des Wortes. Ja? Dann hat U, kann man auch wieder V Quadrat nehmen, W, X Quadrat, Y also die Annahme war falsch, die Sprache ist nicht kontextfrei.